So lecker. Ich sag nur, vive la France. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche und einem neuen Video mit mir hier auf meinem Kanal Kochen mit Melody. Heute mal aus einer anderen Küche, denn wir sind umgezogen und wohnen hier schon seit ein paar Tagen. Deswegen verzeiht, es ist auch alles sehr ungewohnt für mich. Wahrscheinlich hält das gerade hier total. Ich habe auch noch nicht so richtig meine Position gefunden, in der ich filmen möchte. Vielleicht wird sie es sogar trotzdem, aber irgendwie ist alles neu, deswegen wundert euch einfach nicht. Für mich ist heute auch alles neu. Jetzt aber zum Kochvideo. Und zwar machen wir heute eine super leckere Creme Brûlée. Und hätte ich vor Jahren schon gewusst, dass das so, so einfach ist, dann hätte ich es schon viel, viel eher gemacht. Eine Creme Brûlée, da-da-da-da, ein französisches Dessert. Und es ist so, so einfach. Ich hätte es wirklich nicht geglaubt. Irgendwann mal habe ich mich dran gesetzt, habe ganz viele verschiedene Rezepte ausprobiert und das ist es am Ende geworden. Und ich sage euch mal was, es ist so, so einfach. Ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten, dass dieses Rezept so einfach ist. Aber das ist es. Einfach alles in eine Schüssel zusammenrühren, in so ein kleines Töpfchen, in den Ofen. Ich sage euch jetzt das Rezept. Schritt für Schritt und wünsche euch viel Spaß. Für die Creme Brûlée brauchen wir 300 ml Sahne, 200 ml Milch, 4 Eigelbe, ein Päckchen Bourbon Vanillezucker und 40 Gramm normalen Zucker. Als erstes gebt ihr alle Zutaten in eine Schüssel, sprich die Sahne, die Milch, die Eigelbe, den Zucker und den Vanillezucker. Und anschließend könnt ihr das Ganze mit einem Schneebesen gut verquirlen. Als nächstes braucht ihr eine große Auflaufform, denn das dient danach als Wasserbad quasi. Und dann braucht ihr noch so kleine Schüsselchen, da kommt die Creme rein. Ich habe jetzt hier 5 Stück, allerdings passen nur 4 Stück in meine Auflaufform. Deswegen wird ein Tellerchen quasi auf dem Boden sein und nicht im Wasser. Das macht aber nichts, denn es gelingt trotzdem. Und die Schüsselchen sollten natürlich ofenfest sein. Und jetzt befülle ich meine Schüsselchen alle mit der Creme. Erstmal ein Löffelchen in alle Schüsseln und dann fülle ich quasi auf, damit alles gleichmäßig verteilt ist. Und so sehen unsere befüllten Tellerchen aus mit der Creme. Und jetzt fehlt noch was, nämlich das Wasser. Für das Wasserbad natürlich. Benutzt hier bitte heißes Wasser, einfach aus dem Wasserhahn, das reicht. Und jetzt fülle ich das Wasser in meine Auflaufform. Natürlich nur so weit bis zum Tellerrand, damit da kein Wasser in die Creme reinkommt. Und dann gebe ich die Auflaufform in den Ofen und das 5. Tellerchen gebe ich einfach ganz unten hin. Und das Ganze darf jetzt im Ofen sein für 56 Minuten bei 120 Grad Umluft. Und wenn sie dann fertig sind, dann könnt ihr sie rausnehmen und abkühlen lassen natürlich. Achtung, verbrennt euch nicht, die sind richtig heiß, die Tellerchen. Und jetzt sind sie ein bisschen abgekühlt, sodass ich sie anfassen konnte. Jetzt habe ich sie aus dem Wasserbad genommen und ihr seht, wenn ich so ein bisschen dran schüttel, die Creme ist fest. Aber natürlich muss das noch viel mehr auskühlen. Das heißt, ich lasse das jetzt ungefähr eine halbe Stunde hier außen auskühlen und dann kommt es in den Kühlschrank. Übrigens, wenn ihr so kleine Luftbläschen habt, das ist überhaupt nicht schlimm. Es ist trotzdem alles gelungen, keine Sorge. Und sobald meine kleinen Schüsselchen kalt sind, kommen sie, wie gesagt, in den Kühlschrank, entweder für 4 Stunden oder über Nacht. Und kurz vor dem Servieren kommt dann endlich der Rohrzucker drauf. Ich gebe jetzt hier einen Teelöffel drauf und noch ein bisschen mehr. Das macht ihr so ein bisschen nach Gefühl, dafür gibt es keine Regel. So, jetzt nehme ich mir noch so ein bisschen was und jetzt verteile ich den Zucker einfach, indem ich mein Schüsselchen etwas schüttel. Und so sieht das dann aus. Und jetzt nehme ich meinen Bunsenbrenner und jetzt wird das Ganze hier schön gebrannt, also der Zucker. Ihr müsst das
mal ein bisschen ausprobieren. Vielleicht gelingt es euch nicht beim ersten Mal, also auch nicht zu nah an den Zucker, sonst verbrennt er. Aber generell ist das auch gelingsicher. Und das macht ihr natürlich so lange, bis das Ganze schön karamellisiert ist. Und ja, kurz danach könnt ihr das Ganze dann eigentlich schon servieren. Und wenn ihr den Knack hört vom Zucker, dann ist es perfekt gelungen. Das müsst ihr also unbedingt hören. Und ich sage euch mal was, das schmeckt so, so lecker. Und man denkt eigentlich, dass es viel, viel mehr Arbeit ist. Aber ihr seht, es ist eigentlich eine easy Sache. Und jetzt guten Appetit. So, meine Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Vielleicht wird es ja euer Silvester-Dessert. Ich wünsche es euch auf jeden Fall, weil es schmeckt super lecker. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Übrigens nicht vergessen, auch die Glocke zu aktivieren. Die findet ihr neben dem Abonnieren-Button. Denn wenn ihr die Glocke aktiviert, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online ist. Und jetzt haben wir ja bald schon Silvester, das heißt, das Jahr 2020 ist vorbei. Das heißt auch, für mich hier auf meinem Kanal ist es das letzte Video für dieses Jahr. Und ich wollte mich bei euch bedanken, dass ihr so fleißig immer meine Videos schaut, Entschuldigung, und so fleißig kommentiert und mit mir quasi kommuniziert. Und ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Abonnenten. Also vielen, vielen Dank. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall ein schönes Silvester, eine schöne Woche, viel, viel Gesundheit und hoffentlich sehen wir uns hier bald wieder.